hauen, weil die sind ja richtig hart. Elixiastra, probier doch mal einfach es gibt doch dieses Beta-Tool, was deine Hardware scannt. Lade dir das doch einfach mal neu runter. So, was haben wir hier? Okay, das sieht ganz gut aus. Jupp, das Blatt behalten wir so auf der Hand. Ich bin jetzt mit dem Mage-Deck total auf Spell-Damage gegangen und nur auf Gib ihm. Also weniger Diener, mehr harte Spells, weil das ist einfach eine coole Sache. So, jetzt habe ich hier, oh, direkt zweimal kann ich meine Images rufen. Das ist sehr gut. So, mehr kann ich jetzt auch gerade eh nicht machen. Ach, verdammt, ja, ich habe vergessen. Scheiße, genau. Haha, Bams. Ich habe vergessen, wieder auf die richtige Screen-Region zu wechseln. Danke an Chugga-Zomp für den Hinweis. So, okay, jetzt Frostnova hebe ich mir noch auf. Ich würde sagen, die hebe ich mir auch noch auf. Könnte ich jetzt eigentlich gerade sehr wenig machen. Außer jetzt nochmal zwei Tanks stellen, aber nee. Dann setze ich die Runde. Ah, verdammt, ich hätte einen Feuerball schießen können. Ah, und Garrosh hat natürlich seine Waffe. Wo kriege ich Waffen her? Weiß einer, wie man an so eine Waffenkarte kommt? Was? Oh, die Karte ist sehr wichtig. Wie ich dann an so eine Waffenkarte komme? Weiß das zufällig jemand hier? So, dann nochmal zwei Spiegelbilder. Und den erstmal weggebombt. Und, ja. Garrosh zerhaut mir. Und Garrosh hat sich schon Rüstung drauf gemacht. Ist natürlich nicht so gut. So, aber. Soll ja keiner sagen, ich wäre wehrlos. So, mit Ansturm. Gleich auf Garrosh. Dann heile ich mich direkt eine Runde. Und das war's auch schon wieder für diesen Zug. Ah, okay, Waffen gibt's nur bei einigen Klassen. Schurke, Krieger, Paler und Charmy, schreibt Hellbrau. Und Garrosh zerfetzt hier gerade meine Tanks. So. Ja. Ja, die einzige gute Karte jetzt gerade ist jetzt, wäre jetzt diese hier. Da ja, kann ich ihm ein bisschen Damage machen. So. Ja, also, ich kann euch ja, wenn ihr wollt, noch ein bisschen die Karten erklären, die ich hier so einsetze. Also gerade eben, das war der Frostzauber. Wenn ein Gegner eingefroren ist, zum Beispiel jetzt Garrosh, kann er jetzt nicht seine Waffe benutzen. Das ist für mich ziemlich wichtig, weil er mir dann halt damit keinen Schaden machen kann. Er kann zwar alles andere bedienen, aber eben nicht seine eigene Waffe. Und das finde ich halt ziemlich cool, weil ich habe ja auch noch so Zauber, die können das ganze gegnerische Spielfeld einfrieren. Dann kann der Gegner während des gesamten nächsten Zuges keinen seiner Diener verwenden. Und das ist ziemlich imba. Genau. Jetzt muss ich halt überlegen, zum Beispiel. Jetzt könnte ich jetzt hier meinen Tank stellen. Das wäre ziemlich gut, aber ich würde auf jeden Fall in der nächsten Runde hier 6 Schaden kassieren. Hier oben nochmal 3 Schaden kassieren. Und ich würde ja damit ziemlich auf die Fresse kriegen. Und die würden alle meinen Tank sofort wegschlagen, weil die machen genügend Schaden dafür. Also setze ich jetzt hier mal diese Frostkarte. Dann sind die alle eingefroren und ich habe, was das angeht, freie Bahn. So. Und ich könnte jetzt eigentlich auch noch direkt die beiden da wegschießen. Aber die können eh nichts machen. Also hebe ich mir die Karte lieber auf. Hab noch 4 Punkte frei. Das heißt, ich schieße einmal auf Garrosh, hier nochmal auf. Ah, der Tank lebt noch. Gut, dann würde ich mal sagen, waste ich die Karte noch nicht, weil. Also heute hört man keinen Game Sound und zumindest ganz leise. Es ist doch eine Wurscht, ist das mit dem Game Sound immer wieder. So, ah, stimmt, aber ich muss das vielleicht einfach mal umstellen hier. Einstellungen, Audio.
Desktop-Audio-Gerät bitte umstellen auf. Da bist du. Übernehmen. Okay. So. Natürlich ist dann die Frage: Übernimmt er das dann einfach so? Ich muss noch schauen, dass ich noch nebenbei noch meinen Zug mache. Hopp, da. Was machen wir jetzt? Die muss ich jetzt alle da wegkriegen. Das könnte ich theoretisch, ich kann mal die Arkanen Geschosse zünden. Okay, dann kann ich die Arkane Explosion zünden. Dann hat er auch nichts mehr auf dem Feld. Das heißt, ich kann ihn jetzt direkt angreifen. Also immer noch sehr, sehr beschissen mit dem. Aber ich habe es schon umgestellt. Ich glaube, ich müsste dann einfach den Stream neu starten, oder? Audio, Desktop-Audio-Gerät, genau. Ja, ist eigentlich das Richtige ausgewählt? Naja. Gucke ich dann gleich nochmal, liebe Leute. Boah. So, mein Zug ist jetzt erstmal fertig. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt Garrosh besiegt kriege, weil der ist ziemlich gut. Der stellt sich halt irgendwann so viele Gegner hier hin, oder so viele Minions hier hin. Aber jetzt habe ich eine coole Karte. Ich kann ihm jetzt, nee, das wäre dumm. Lieber den Tank aufstellen, weil der macht 6 Schaden. Das heißt, der bounced mir hier meinen Voodoo-Doktor quasi sofort weg. Und so mache ich ihm doch lieber hier ein bisschen Damage. Und ja, beende meinen Zug. Ja, das war mir nämlich klar. Sofort hat er nämlich meinen Tank weggehauen. Aber den Schaden habe ich eben nicht kassiert. Ja, genau, sehr gut. Ja, stell ruhig auf. Ja. Okay. So. Ah, zieh 2 Karten. Sehr schön. Schauen, was ich bekomme. Ein Voodoo-Doktor wird sehr gut und ein Tank ist sehr gut. Aber ich würde mal sagen, ich kann mit einem Schlag sein ganzes Feld hier wegreißen. Nämlich mit dem Flammenstoß fügt allen feindlichen Dienern 4 Schaden zu. Oh, verdammt, da fehlt mir Mana zu. Ein Punkt Mana. Scheiße. Oh, da habe ich mich echt ein bisschen verrechnet. Das heißt, oh, es geht meine Taktik hier nicht mehr auf. Mist. Scheiße. Habe ich mich. Ah, Mann. Hätte jetzt so gut werden können, aber kann ich dann halt nächste Runde ziehen. Das heißt, ich stelle mir. Ah, jetzt hätte ich mir lieber den Tank aufstellen sollen. Ah, jetzt habe ich zweimal Scheiße gebaut. Jetzt kassiere ich auf alle Fälle 9 Schaden. Oha, oha, oha. Dann ziehe ich jetzt dich mal lieber schon mal. So. Ja. Mist! Ja, ich wollte es dem Feuerball. Ich habe von dem Feuerball nur 2 Karten. Die wollte ich nicht am Ogre wasten. Weil ich kann mich jetzt auch einfach das hier machen. Und dann sind alle seine Diener weg. Von daher. So, jetzt habe ich noch 3. Das heißt, ich stelle mir erstmal wieder ein bisschen Leben wieder her. Und gebe ihm doch mal Saures hier mit. Und habe dann noch 2 Tanks, die ich dann in der nächsten Runde stellen kann. Also es ist mit dem. Ach so, das meintest du. Ja, hättest du recht. Aber ich hab das jetzt so rumgemacht. Ich meine, das war auch in Ordnung. Das wird mich jetzt zum Glück nicht mein Leben kosten. Okay, jetzt auf jeden Fall erstmal einen dicken Tank stellen. 5, ja, das ist mein dicker Tank. Dann, oh Gott, ich kann jetzt echt gerade nur die Rüssi wegschießen. So. Ist also noch spannend, diese Runde hier. Okay, er hat schon wieder 2 Rüstungen drauf. Das macht er sowieso jede Runde. Ah, zieht 2 Karten. Erstmal, aber ganz wichtig, bevor ich mich wieder vertue, erstmal einen Tank stellen. 2 Karten ziehen. Ah, eine Ansturmkarte, super. Und eine Feuerballkarte. Okay, dann würde ich sagen, mache ich die Ansturm. Der Murloc! Hau ihm seine Rüstung weg.
Ui, die Hexian ist auch da. Hexian! So. Oh, jetzt brauche ich gleich ein bisschen Kartenglück. Ah, scheiße, direkt meinen Tank weggenatzt. Ah, nicht so viel Kartenglück gehabt, wie ich gehofft habe. So, jetzt ist es aber erstmal wichtiger, einen Tank zu stellen. So. Den einen Eber können wir schon mal reduzieren. So, seine Rüssi weggemacht. Hat natürlich sofort wieder neue. Nein! Oh, dass der immer so fett meine Tanks weghauen kann. So, ach, das ist jetzt super. Okay. Ich würde sagen, ich stelle jetzt erstmal die Zaubermacht auf, natürlich. Dann friere ich ihn ein. Und gib ihn hier nochmal Saures. Hat er nur noch 7 Lebenspunkte. Könnte also was werden, liebe Leute. Es ist ein Übungskampf. Es ist noch echt noch einer von den leichteren Kämpfen. Ah, der muss stehen bleiben. Ich brauche die plus Zaubermacht und eine Ansturm. Okay, ich glaube, mit ein bisschen Glück kann ich ihm jetzt wirklich natzen. So, erstmal genau. Ja, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg hier, der Ole Garrosch. Und tschüss! Bam! Geownt! Sieg! Ja, gegen die KI ist jetzt auch nicht so krass. So, aber ich bekomme auch keine Erfahrung mehr. Weil ich habe ja, also man bekommt gegen KI-Kämpfe nur bis Level 10 Erfahrung. Das heißt, ich müsste jetzt mal anfangen, mir ein neues Deck zu bauen. Aber irgendwie traue ich mich auch nicht, weil ich habe jetzt endlich nach sehr langer Feinarbeit endlich ein komplettes Deck. So, jetzt schauen wir hier erstmal, wie ich hier meinen Ton mal ins Spiel bekomme. War Lautstärke-Mixer. Ist wirklich extrem leise hier alles. Wenn ich jetzt meinen Ton auf mein Headset umstelle, ist in meinem Headset wieder so ein Laut. Das ist natürlich auch nicht so gut. Aber gut, dann. Ah, gut, das interessiert jetzt das Spiel natürlich wenig. Ich glaube, dann müsste ich jetzt das Spiel neu starten, vielleicht. Ich glaube, das mache ich auch direkt mal. So, Standardgerät hier wieder auswählen. Okay, dann mal schnell mal das Spiel mal einmal neu gestartet. Und dann geht's gleich wieder los. So, Battle.net, spielen drücken. Und ich werfe mal einen Blick in den Chat. So, dürfte jetzt auch gleich wieder hier alles zu sehen sein. Yep. Da ist es, Hearthstone Beta. Der Ton ist schüchtern, ja, das stimmt. Der Ton will heute nicht so wie ich. Aber dabei habe ich eigentlich, wie gesagt, alles darauf konfiguriert, wie es sein soll. Wenn ich mal ein bisschen den Multiplikator reinhaue. Nö, da verändert sich auch nichts. Ist es denn jetzt wirklich schlimm, dass kein Ton da ist? Weil sonst müsste ich den im Stream neu starten. Da habe ich eigentlich jetzt weniger Böcke drauf. Das könnt ihr mir mal bitte in die Twitch-Kommentare schreiben. Ja. Ich meine, wir sehen ja jetzt trotzdem das Spiel. Hey, es ist, hat halt nur heute mal gar keinen Ton. Ho. Nee, Dyprex, es gibt kein Release-Datum, leider. So. Ah, ich bekomme bald 40 Münzen. So, Übungskämpfe. Was habe ich jetzt als nächstes hier noch? So eine Playlist als Hintergrundmusik machen. Ich habe keine Playlist. Ich könnte das neue Album von Rise Against reinhauen, aber hey. Priester oder Schurke? Gegen wen soll ich als nächstes kämpfen? Schreibt es einfach mal in den Chat hinein. Und ich soll die Musik machen, schreibt der Senfi. Okay.
Dum. Ich kann einfach auch selbst ein bisschen Gitarre spielen. Derweil könnt ihr nämlich schreiben, ob ich jetzt gegen Priester oder Schurke kämpfen soll. Schreibt ihr es in die Kommentare, in den Twitch-Chat und ich kann derweil ein bisschen Mucke machen. Hab gerade gar keine Idee so richtig was, aber irgendwas wird sich hier schon finden. Yeah. Elektro-Titte. Nee, das ist ja nicht mein, ist ja kein Lied von mir. Das ist auch nicht von mir und ist auch nicht Elektro-Titte. Paladin. Ne, gegen Paladin habe ich ja schon gekämpft. Ich will die ja alle hier freischalten. Weil dann gibt es nämlich, glaube ich, auch gibt es ein Achievement oder sowas. Oder eine Art Quest, keine Ahnung. Okay, die meisten von euch wollen, dass ich gegen den Schurken spiele. Machen wir das jetzt auch. So, Schurke spielen. So. Frostnova, die Karten sind soweit okay. Ich habe noch nicht gegen den Schurken gespielt, deswegen weiß ich jetzt auch gerade nicht, was mir jetzt hier bevorsteht. Da, ich bekomme direkt meinen Steinhauer Eber mit Ansturm. Also gleich mal 100 Schaden für den Schurken. Legt einen Dolch an. Ah, der kann sich per Heldenfähigkeit selbst eine Waffe geben, okay. Oh, und ein Ingenieurslehrling. Ah, sehr gut, noch eine Frostnova bekommen. Ja, da würde ich mal sagen. Was machen wir jetzt da am besten? Ich würde sagen, ich waste erstmal hier seinen Diener, weil dann kann er zumindest oder sie in diesem Fall keinen Schaden machen oder weniger Schaden machen. Mal abgesehen von dem tückischen Messer. Ich glaube, Heda hat in World of Warcraft anstatt Tückisch schon mal Türkisch gelesen. Das türkische Messer. Ja, so ist es hier. So, okay. Was können wir jetzt machen? Ich habe zweimal die Frostnova, die ist für später sehr gut. Ich habe die Arkane Explosion auch zweimal, ist auch für später gut. Also alles, was ich jetzt machen könnte, wäre meinem Voodoo-Doktor stellen, mir damit Leben regenerieren oder ich. Und nee, ich kann eigentlich beides machen. Meine ist ja nicht schlecht, ein bisschen Leben generiert und zack, einen Angriff gestartet. Joppinger schreibt, ich glaube kaum, dass die mit dem Release bis zur BlizzCon warten werden. Das Spiel ist fast fehlerfrei. Es wird 100% in den nächsten 4 Wochen der Härtetest durchgeführt in Sachen Open Beta. Also ja. Joppinger geht davon aus, dass das Spiel relativ fix erscheinen wird. Okay. Das kann ja wirklich passieren. Ich habe gerade wieder ziemlich viel Schaden gefressen. Und leider habe ich nur Karten auf der Hand, die mir jetzt gerade nichts bringen. Nämlich zweimal Frostnova, zweimal Arcane Explosion und einmal der Flammenstoß. Gute Karten fürs Late Game auf jeden Fall, aber nichts für jetzt. Deswegen gibt es jetzt hier gerade noch ein bisschen primitives Rumgebäsche. Ah, super. Ich kann auf jeden Fall einen Tank stellen. Das ist schon mal gut. So, aber ich überlege, ob ich das wirklich machen sollte. Oder ob es nicht schlauer wäre, die beiden hier wegzuhauen. Ich glaube, das wäre erstmal schlauer. Und dazu. Aber das. Ah, okay. Nee, ich stell lieber einen Tank.
Ganz einfach, weil ich müsste jetzt echt drei Karten und alle meine Punkte aufbrauchen, nur um die beiden da wegzuklatschen. Aber beide hätten nicht die Power, um den Tank zu vernichten. Oder selbst wenn sie die Power hätten, wäre danach die Angriffe weg und ich hätte mit mir selbst keinen Schaden bekommen. Das finde ich jetzt in diesem Augenblick noch ein bisschen besser, weil ich will noch zum Beispiel, ich will halt den Flammstoß noch nicht wasten, denn der ist echt so mega gut. Oh, er hat meine Karte zurück aufs Feld geschickt. Auf die Hand geschickt. Ist ja auch nicht schlecht. Aua. Jetzt kriege ich es gerade hart. Okay. Oh, sehr gut. Eine Ansturmkarte. Ja. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, ich stehe auf jeden Fall wieder. Ja, ich muss erstmal jetzt diese Taktik weiterfahren. Weil für die Ansturm hätte jetzt leider die Punktzahl nicht mehr gereicht. So, und Zombie-Pair 17. Ich kann so rein gar nichts erkennen, weil es immer noch so aussieht wie gestern. Hä? Weiß ich nicht. Sieht doch alles gut aus, denke ich mal, oder? Ah, sehr gut. Das ist eine schöne Karte hier. So, erstmal, zack, mich selbst wieder hochheilen. Dann gibt es einen kleinen Ansturm. So. Ist auf 18 runtergeschossen. Und jetzt harren wir wieder aus mit meinen lustigen ganzen AOE-Karten, die mir jetzt alle noch nichts bringen. Was? Ah, verdammt, das war eine Ansturmkarte. Oh, die Waffe. Ich muss die gegnerische Waffe irgendwie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wird echt langsam mal Zeit, dass ich hier mal so ein paar krasse Karten kriege. Aber die bleiben derzeit noch aus. Okay, was wir jetzt machen, ist auf jeden Fall, die beiden müssen jetzt hier erstmal weg, weil die machen 4 Schaden. Das heißt, wir. Nee, wir machen das so. Ich friere die jetzt erstmal ein. Es ist jetzt nicht unbedingt die beste Taktik, aber das heißt, ich kann den stellen und mal kurz schnell Damage machen. Als hätte ich zugucken. Hä? Schaum vom Mund. So, aber nebenbei immer noch. Schön hier die Augen im Spiel, weil. Oh. Okay, jetzt muss ich ein bisschen Druck machen. Das heißt, auf jeden Fall müssen erstmal alle seine Diener weg. Das mache ich mit dem Flammenstoß. Dann gibt es eine Ansturmkarte noch hinterher. Das wird jetzt wirklich. Das wird jetzt ein knackiger Kampf. Ah, Scheiße. Ich bräuchte langsam mal einen Feuerball oder sowas. Ja, ein Flammenstoß. Ist ja ganz nett, der Flammenstoß, aber. Ja, ich muss auf jeden Fall den Flammenstoß machen, weil die müssen weg. Und dann kann ich jetzt hier nur so ein bisschen rumpimsen. Wie gesagt, wenn ich jetzt einen Feuerball kriege, also ne, den Wurm-Feuerball kriege. Dann kann ich hier mal ein bisschen drucken. Scheiße. Ah, fuck. Okay, zum Glück habe ich eine Frostkarte. Oh Gott, was ist das denn? Ein Spott. Ja, okay, die muss ich jetzt dann stellen. Gerade ist das Glück der Karten nicht auf meiner Seite. Zwei, zwei. Aber zumindest kann ich hier noch so ein bisschen rumtransalieren. Ja, ich konnte es zumindest. Ja, zweimal Arcane Turmani habe ich gemacht, aber. Oh, das wird jetzt hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hui.
Ich müsste jetzt echt mal langsam. Die zwei Karten, okay, das kann jetzt. Das könnte sich jetzt ganz gut entwickeln. Ja, oh, sehr gut, Spiegelbilder, Arkane, Geschosse. Sehr gut, ich kann alle Karten jetzt spielen und habe trotzdem noch genügend Punkte, oder? Ich hoffe. Okay, ich würde sagen, erstmal die Spiegelbilder mit Sport. Dann die Arkanen. Frost Nova. Okay. Jetzt muss ich hoffen, dass er mich jetzt in dieser Runde nicht plättet. Und dass ich jetzt irgendwas Cooles ziehe. Ansonsten war es das gleich gewesen. Oh oh. Okay. Ja, Feuerball. Sehr gut. Oh, Glück gehabt. Also. So. So, jetzt braucht es wirklich nur noch, dass ich jetzt in dieser Partie jetzt nicht sterben darf. So. Ah! Ist das knapp, Leute? Ist das knapp? Das ist super, mega knapp. Ja, mache ich ihn jetzt fertig mit dem Feuerschlag oder mit dem Kampfschrei? Ich mach's mit dem Kampfschrei. Tschüss. Ha! Alter Falter, ey. Also, das war jetzt mal echt ein knappes Match. Aber mein Deck, ich find's langsam wirklich gut. Ja, Morphiliner. Hab ich gemacht. Ja, wie gesagt, kommt ja bei euch leider ein bisschen verspätet an. Finde ich immer schade, muss ich sagen. Also, ich hätte es jetzt gerne, dass wir so direkt so miteinander, dass wir sie sagen könnte, boah, Yuga, stell mal die Karte jetzt ziehen. Ich sage, okay. Und so sagt ihr, die Karte ziehen. Ich so, ich habe vor 10 Sekunden eine andere gezogen. Scheiße ist. Okay. So, jetzt fehlt nur noch ein Champ. Dann habe ich alle Grundfights bestanden, nämlich der Priester. Puh. Kann man jetzt hier eigentlich auch noch so den Schwierigkeitsgrad wechseln bei Üben? Da steht immer noch sowas hier oben. Normal. Nee, kann man nicht wechseln. Du liest es immer nur zu spät. Ja, ich habe ja auch noch die Augen auf dem Spiel, liebe Leute. So. Okay, jetzt geht's los. Okay, was ist meine Starthand? Nicht die beste, aber ich belasse es mal dabei, weil die Karte, die kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Die will ich mir auf der Hand lassen. So, was kriege ich jetzt? Euer Zug. Was gibt es hier? Eine Frost Nova. Sehr schön. Das heißt, ich kann nichts machen. Ah, wenn du alle 9 hast, kannst du auf schwer stellen. Dann gibt es dann bestimmt wieder neue Erfahrungspunkte und so. So, okay. Ich kann jetzt auf jeden Fall die Frost Nova oder den Ansturm könnte ich machen. Mach mal den Ansturm und ich hau seinen Dino weg, weil dann kann er mich in der nächsten Runde mit dem nicht angreifen. Ich hoffe mal, das ist ganz gut. Stellt 2 Leben wieder her. Das heißt, oh Gott, er kann sich heilen. Das heißt, ich muss massiv Schaden dann gegen ihn fahren. Und der guten Tank. Zieh 2 Karten. So. Sagen, dann mache ich mal kurz bei ein bisschen Rumgeplänkel. Ah, Scheiße. Er stellt es natürlich sofort wieder her. Oh. Oh, krass. Der Diener, der muss jetzt weg. Was? 8 Leben? Was zur verdammten Hölle? Okay. Okay, ich würde sagen, ich nehme jetzt einmal die Frost Nova her. Und heile mich selbst. Also Morphiline geht hier echt gerade mit. Wie gesagt, Morphiline, das sind hier leider, wie gesagt, da ist eine Verzögerung drin. Deswegen ist echt ein bisschen doof. 5 Karten. Das heißt, ich kann jetzt hier. Oh, ich muss die hier wegkriegen. Die müssen jetzt alle weg. Wie machen wir das jetzt am Sch Ja, ich glaube,
Da muss ich jetzt direkt die nächste Frostnova ziehen, oder? Ja, da habe ich keine andere Wahl. Die nächste Frostnova zu zünden. Oder einen Tank zu stellen. Frostnova oder Tank stellen, Leute. Ich warte jetzt echt mal ein paar Sekunden ab. Der Tank würde. Nee, ich stelle keinen Tank. Ich mache die Frostnova. Da habe ich jetzt mehr von. Und 3 Punkte hätte ich noch. 2 Karten ziehen. Weil jetzt habe ich die Punkte eh noch übrig. Sehr gut. Dann habe ich die für die nächste Runde. Ja, Backspin, die Frage wurde ja gerade schon von Lixias Astra beantwortet. Gibt halt mal keinen In-Game-Sound. Muss ja auch nicht sein. Braucht man ja nicht. So, ich bin gerade eh ein bisschen geflasht. Wie macht man das jetzt hier? Stehen immer noch alle und mir fehlen leider die Karten dafür. Das macht 2. Da könnte ich mal den könnte ich hier mal schnell wegnatzen und zwar. So, dann bleiben die beiden noch. Aber wobei, du bist der gefährlichere Gegner. Würden mir 7 Schaden machen. Ah, den würde ich ja eh nicht platt kriegen, von daher. So. Ah, ich glaube nicht, dass das hier noch was wird. Tomani fragt, wie ich an das Spiel gekommen bin. Ich habe einfach nachgefragt. Klar, Morphiline habe ich ja auch angegeben bei Facebook. Krass. Ich glaube echt, die Runde werde ich jetzt verlieren. Also der Priester, der ist ja wirklich hart. Ja, nachgefragt halt. Das heißt, wie gesagt, durch die Arbeit für die Playmassive kenne ich ja die ganze PR von Blizzard und habe einmal nachgefragt. Hey, können wir da was machen? Jo, können wir. Na, dann bin ich jetzt in der Hearthstone Beta. Problem ist. Die machen mir in der nächsten Runde 7, 9 Punkte Schaden. Das heißt, die müssen jetzt alle weg. Aber mir fehlt halt die eine Karte, die sie alle wegrotzen könnte. Die fehlt mir halt leider gerade. Deswegen, ich kann halt jetzt hier echt nur so ein bisschen rumplänkeln. Gut, ich könnte natürlich den Frostblitz. Ich könnte ihn jetzt natürlich Frostblitzen. Damit wäre er nächste Runde oder sie nächste Runde ausgenockt. Dann mache ich mit der Arkanexplosion weg. Ich waste ich meinen Spott. Und dann heile ich mich wieder hoch. Und naja, die kann ich dann damit wegnehmen. So. Ja, okay. Gut. Das war jetzt ein nicht so schlechter Zug, möchte ich mal meinen. War nicht so ungeschickt. So. Fünf. Da bräuchte ich 11. Bräuchte ich 5. 2 Schaden. Okay, ich kann jetzt mal ein bisschen in die Offensive gehen. Scheiße. Nicht die zurückholen. Aber ich kann den Tank da. Tank macht jetzt 3 Schaden. Ist das so viel eigentlich? Ich hoffe mal, dass ich dann nächste Runde eine bessere Karte. Ja, scheiße. Aber der Tank hat mich nicht angegriffen. Ah, diese scheiß Heilung.
Ja, ich kann es natürlich ein bisschen. Zwei Schaden, da kann ich viel. Ah, scheiße, mir fehlt das Mana. Ein Punkt Mana, sonst hätte ich jetzt den Tank. Naja, gut, komm, wir machen den einen Tank jetzt weg. Und reduzieren den Schaden, den er machen kann. Er holt ihn zwar sich wieder, aber. Oh, und er heilt sich, er heilt sich, er heilt sich. Ah, einen Spotter. Der beiden was bringen. Die zwei Karten, super. Ich hoffe jetzt, da ist. Ja, bitte der Fla. Ah, ich will den Flammstoß haben. So, jetzt brauche ich bitte den Flammenstoß, liebes Herz der Karten. Feuerball. Naja, ich könnte jetzt aber den Feuerball dazu verwenden. Den Tank da wegzuhauen. Ah, klar ist ja auch Herz der Karten und oh nein, der Kernhund. Oh, arkane Geschosse. Ja, warum nicht? So, vier Schaden kann ich jetzt machen. Ja, der Kernhund muss damit auf jeden Fall weg. Ich hab's ja schon so gut wie verloren, aber. Kämpfe jetzt hier noch bis zum bitteren Schluss. Den Kernhund einfach wiederholt. Ja, jetzt. Naja, gut. Ich meine, ich habe jetzt sowieso schon verloren. Wir können natürlich jetzt hier nochmal die Aktion mal eben machen. So. Jetzt bräuchte ich super megamäßiges Glück. Ja, verursacht zwei Schaden. Das war's gewesen. Also, ich habe getan, was ich konnte, liebe Leute. Aber der Priester, der ist einfach. Eine Wucht. So. Also nochmal das ganze Spiel. Ja, es ist halt auch mal so dieses dieser Glücksanteil, den man halt hat. Einfach dadurch, wie die Karten kommen. Oh, jetzt habe ich aber gerade eine ziemlich coole Starthand. Oh ja, die will ich haben. So. Okay, ach krass, das habe ich auch streng direkt meinem Flammenstoß auf der Hand. Jetzt zusätzliches Mana auf der Hand. Das Mana benutze ich direkt auch. Mache jetzt erstmal zack die Arkanen-Explosionen. Stell mir hier zwei Tanks hin und beende meinen Zug. So, Tanks gegen Tanks. Ui, zweimal Flammenstoß auf der Hand. Jetzt geht's ja ab hier. So, ich könnte
Könnte jetzt nochmal zwei Tanks holen, aber ich mache ihm lieber ein bisschen Schaden. Ja, super Start in die Runde. Jetzt muss es ja eigentlich klappen. Oh oh. Scheiße. So, zieh zwei Karten. Oder einfrieren. Er sagen, ich hole mir lieber noch zwei Tanks mit dazu, um diesen Schaden hier abzufangen. Das macht mir jetzt gerade nämlich mehr Sinn. Boah, noch einen Tank. Ja, und die müssen jetzt weg, die Tanks. Aber das reicht noch nicht, was ich dazu auf der Hand habe. Deswegen kann ich halt nichts anderes machen als Damage. Oh, jetzt, wie viele Tanks hat er denn bitte auf der Kralle? Könnte ich jetzt bitte mal eine Frostnova kriegen? Einen Feuerball. Zwei Karten, das wird aber jetzt Glück haben, dass da jetzt eine Frostnova kommt. Könnte ihm jetzt direkt Schaden machen. Oder zieh zwei Karten und hofft, dass die Frostnova kommt, weil die muss kommen. Ansonsten kriege ich 5, 8, 11 Schadenspunkte. Ja, ich ziehe zwei Karten und bete, dass die Frostnova kommt. Und sie kommt nicht. Scheiße. Habe ich gar nichts gewonnen. Ja doch, ich könnte auf jeden Fall mein Leben ein bisschen erhöhen, um jetzt den Schaden, der kommt, dadurch ein bisschen zu reduzieren. Ja, und den hätte ich. Nee, eigentlich nicht. Hätte ich auch nicht die nötigen. Ja, du würdest versuchen, schnell einen Tank aufs Feld zu tun, Morphilein. Ist ja gut, dazu muss ich einen Tank ziehen. Ne, also da. Ich glaube, der zieht mich jetzt mit seinen ganzen da einmal voll ab. Ich habe leider nicht so viele Punkte. Ja, scheiße. Ansturm. Super. Okay, jetzt muss ich mich aktiv an der Schadensreduktion mal machen. Kann allen einen Schaden machen. Kriegt der weg. Der weg. Was? Scheiße. Wohl. Drei Punkte. Einmal noch Ansturm. Ansturm mit zwei. Also. So, und ja, die letzten sechs Schaden, die kriege ich nicht mehr weg. Die werden jetzt leider kommen. Boah, krass. Okay. Ja, wie gesagt. Ah, jetzt, okay, jetzt kann ich hier natürlich mal ein bisschen was machen, aber auch nur so. Mist, den kriege ich nicht weg. Und der, ja, ich habe jetzt eigentlich eh schon verloren. Weil das mit den zwei Punkten, die ich mir jetzt heilen kann, das reicht nicht aus. Nee, das war's gewesen. Die Runde ist jetzt leider um. So, jetzt fehlen mir natürlich jetzt die Punkte, um den noch wegzuhauen, aber selbst dann 24 Schaden, ja. Ne, mit der Karte hätte ich jetzt machen können, was ich will. Die Runde wäre eh ins Ausgegangen. Super Starthand gehabt, hat leider nichts gebracht. Ja, also. Also, wo ich echt bei ihm darauf aufpassen muss, ist, dass ich so schnell wie möglich, ja, wenn er natürlich 1000 Tanks zieht, da ist natürlich nichts gerissen. Ah, ja, die Frostnova, die hätte ich gerade einmal gebrauchen können, die Frostnova. Dann wäre es vielleicht anders ausgegangen, aber naja,
Manchmal ist es so. So. Erstmal einen Tank aufs Feld kriegen. Genau, das sind Bots. Also quasi, das ist die KI. Zum Einstieg ist es halt relativ gut, weil man halt so doch schön in das Spiel reinkommt. Und außerdem spielt man sich halt damit auch alle Klassen frei. Und man macht halt auch Level und bekommt Punkte und Erfahrung. Weil gegen echte Spieler, muss ich mal sagen, ist es echt noch ein Ticken schwerer. Vor allem, wenn die dann halt schon ein paar bessere Karten haben, da glotzt man da eben in die Röhre. So, jetzt ziehen wir erstmal hier die Arkane Explosion, machen die beiden weg. Und profitieren von zweimal Ansturm. Das ist schon ein bearbeitetes Deck. Also das ist völlig auf Zauberschaden ausgelegt. Nur leider ziehe ich irgendwie auch gerade nicht die Karten, die ich bräuchte, um das voll auszuleben. Ja, das könnte sich jetzt als Fehler erweisen, diesen zusätzlichen Mana-Punkt so schnell wegzugeben, aber. Ah, guck mal, zwei Feuerbälle. Okay, jetzt ist das Glück hier ein bisschen auf meiner Seite. Ja, wie sich das doch alles drehen kann, wenn man mal die richtigen Karten auf der Hand hat. Wobei, das kann sich alles auch nochmal drehen. Allein schon, weil er jetzt seinen Tank hier hat. So. Oh. Ja. Alles klar. So, die beiden sind ja jetzt erstmal ausgenockt. Doch beide Feuerbälle verbraucht. Oh, ich brauche jetzt ganz dringend. Oh ja, ich brauche jetzt bitte meinen Flammenstoß. Bitte meinen Flammenstoß. Erde am Flammenstoß. Bitte kommen. Der Flammenstoß kommt nicht. Das heißt, ich setze jetzt erstmal einen Tank ins Feld. Den darf ich nicht angreifen. Wenn ich den angreife, wird er stärker. Aber ich kann den Tank hier weghauen. Den kriege ich weg. So. Ein wenig Schadensreduktion. So. Scheiße. Ah, sehr gut, der Flammenstoß. Da ist er. Leider fehlt mir hier der letzte Punkt. Und da hätte ich mir vorhin das Mana-Ding aufheben sollen. So, was kann ich jetzt machen? Wichtig ist, der Tank muss erstmal weg. Der muss weg. Ich glaube, wichtiger als ihn einzufrieren wäre es jetzt hier den 2, 3. Nee, fuck, da fehlt mir ein Punkt.
Muss mich jetzt also entscheiden, den Tank weg oder den Yeti? Nee, die geht ja gar nicht weg. Dann kommt der Tank jetzt weg. So. Musste ich mich jetzt entscheiden? Ah, sehr gut, der Voodoo-Doktor. Die Qual der Wahl, sage ich euch. Mist, scheiße. Scheiße, da hätte ich jetzt den, naja. Ah. Okay, arkane Geschosse. Meine, ich habe jetzt zwar gerade ein bisschen die Oberhand, aber das Problem ist, er kann mich jetzt gerade von, ja, shit, total angreifen. Boah, und noch ein Gedankenschlag. Scheiße. Ja, und so schnell wendet sich nämlich alles. Ah, guck mal hier. Ach, manchmal ist das Spiel doch noch für mich. So, er hat nichts auf dem Feld, wenn er es nicht gerade wieder Gedankenschlag oder so ziehen kann. Oh, und zwei Leben wiederherstellen. Nein, das gibt's doch nicht. So. Also Leute, das ist jetzt hier super spannend. Nein! Ah, oh, ge scheiß Gedankenschlag, ey. Er macht sich wieder. Er heilt sich wieder. Nein, und er kann. Ah. Oh. Ah, toll. Friert alle feindlichen Diener ein. Gibt's ja keine. Wie will man da einfrieren? Hi, Mick Fisch. Ja, klar, der wird jetzt immer weiter heilen. Oh Gott, der muss vom Feld. Aber gut, ich kann ihn jetzt einfrieren. Okay, ruf zwei Spottdiener herbei. Ja. Wo ich gar nichts aufs Feld bringe. Das Problem ist, er kann sich zwei Punkte Schaden heilen und ich kann ihn halt nur einen Punkt Schaden machen. Ja. Das heißt, ich muss jetzt irgendwas Gigantisches holen, aber. Okay, ich kriege einen Tank aufs Feld, aber der da wird mir, ja, das Problem ist, der wird jetzt, naja, das. Ja, es ist GG, also das ist eigentlich schon nicht mehr schaffbar. Der Anfang war diesmal wirklich super, weil wenn er jetzt nicht irgendeinen dummen Fehler macht, ist das jetzt hier das GG. Ja, Arkane-Explosion, das war's gewesen, die natzen mich um, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir uns natzen. Ja. Das GG, GG. Leider, Leute, leider, leider, es war nicht zu verhindern. Also der Priester ist echt eine Wucht, also da. Nee, ich schmoll doch nicht. Ich bin gerade nur so ein bisschen arg, so am Überlegen, wie kriegen wir das jetzt hin? Was hätte ich da noch machen können? Aber ohne die richtigen Karten wird es halt nichts. Ist ja immer dasselbe Spiel. Oh, da muss ich direkt nochmal einen Schluck trinken. So. Die Karten lasse ich so, das ist gut. So. Gleich mal Schaden gemacht. Naja. Weil du sagst das so einfach. Am Ende immer, immer Tanks. Das Problem ist, du kannst ja nicht bestimmen, wie die Karten kommen.
Das heißt, ich kann Glück haben und ich habe 5 Tanks auf der Hand. Ich kann aber Pech haben. Ich habe im ganzen Spiel keinen einzigen Tank. Und da muss man halt gucken, ne? Jetzt zum Beispiel hier, was kann ich hier machen? Ne? Der hat jetzt zwei. Eigentlich schon wieder ein ziemlich schlechter Start. Ne, wenn das so einfach wäre, dass ich die Karten bestimmen könnte, wie die kommen, oh, da würde ich hier aber mir so ein gutes Blatt zusammenlegen, aber das geht halt eben nicht. So. Er müsste jetzt, den würde ich am Tank wasten. Das heißt, ich nehme jetzt mal hier die Arkan. Mickfish, hättest die Missiles aufheben können? Ja, hätte, hätten, 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 hätten. Hätte ich doch eine Fahrradkette. So, was macht man jetzt? Ich sollte Tanks stellen gegen die beiden. Das wäre wohl das Schlauste. Das mache ich auch. Du musst deine Spells mehr auf Dina anwenden. Das Problem ist, Gion Bot-like, ist, dass du dann am Ende keine Spells mehr hast, denn ich habe ja nur von allen Spellkarten 2. Sprich, wenn ich jetzt meine beiden Feuerbälle an ihm waste, dann habe ich irgendwann keine mehr. Und wenn er auch meine ganzen alle mir vom Feld holt, dann wird das am Ende wirklich ein Kampf, wo ich dann hier dastehe mit Feuerschlag, wo er sich halt locker gegenheilen kann. Da muss man halt auch echt gucken, was hat, ja, und so weiter, ne? Los. Muss ich halt sowieso mal gucken. Einen stärkeren Tank aufheben. Naja, wenn ich einen habe, dann werde ich das auch auf alle Fälle tun. Nur, ich kann mich ja nicht völlig schutzlos dahinstellen. Wenn der sich da zwei, drei Mobs, die mich angreifen, dann wetzt mir das halt immer eben so 8 Schaden weg oder so. Und dann, ist ja eigentlich auch schon wieder so ein bisschen dann vorbei. Und so. So, jetzt machen wir aber mal was. Und zwar. Für diese Runde noch nicht so ideal. So. Aber damit kann mich dann trotzdem noch gegenheilen. Sehr gut. So. Ja, wie gesagt, Morphiline, du hast da definitiv recht. Also Tanks sind hier wirklich sehr, sehr wichtig. Das Prop ist halt, wie gesagt, auch nur, dass man halt nicht genügend, also ich würde mir auch gerne viel mehr Tanks mit reinbauen, hab ich aber zu wenig Zauberkarten drin. Das ist halt leider echt so ein ausgemachtes Problem. Aber was ich jetzt zum Beispiel mal mache, ist eben erstmal den Yeti da weghauen. So, und dann kann ich nämlich ein bisschen. Ne, den einen Schaden mache ich nicht. Ich ziehe lieber dafür 2 Karten. Dann habe ich in der nächsten Runde gleich 2 Karten mehr. Yep, sehr gut. Ja, es ist wirklich super schwierig. Ja, Mickwisch, ich finde es auch mega geil. Also ich liebe Hearthstone. Also da könnt ihr euch echt mal in naher Zukunft jetzt auf immer mehr Streams gefasst machen. Was hat der schon wieder so einen fetten Mob dahingestellt? Mit fettem Leben. Was mache ich jetzt gegen den? Ich könnte zwei. Bei, ja, ich kann den Mob weghauen, das geht. Das war natürlich dann ziemlich, ja. Und nochmal 2 Tanks stellen.
So, den kriege ich weg. So, jetzt habe ich auf jeden Fall gleich seine Hand weggemacht. Oder? Nee, leider nicht ganz. Aber der Raptor muss jetzt erstmal weg. Den Flammstoß hebe ich mir jetzt mal noch auf. Was? Greift mit Sturmangriff an, dadurch bekommt er 2 Schaden wegen der Zahl. Ah, okay. Okay, warte mal. So, jetzt kann ich erstmal. Ich könnte die jetzt hier. Oh, der muss jetzt hier runter. Der hat 7. Und vor allem, der wird auch noch stärker jedes Mal, wenn er nicht. Jedes Mal, wenn er nicht besiegt wird, wird er plus 3 stärker. Das heißt, er muss unbedingt vom Feld. Den kriege ich mit einem Schuss. Den kriege ich so. So. Obwohl, die Karte hebe ich mir auf, wenn er nochmal ein paar Diener holt. Einfrieren. Alle wegnatzen. Was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Ich friere sie mal lieber ein. Weil dann kann er jetzt nochmal 2 Diener stellen, die ich auch noch wegrationalisieren kann. So. Ja, ich habe ja auch die Zauber. Oh, scheiße. Aber sehr gut. Okay, jetzt muss ich auf jeden Fall. Der muss jetzt ganz schnell runter vom Feld hier. Und das wird jetzt auch instant quasi gemacht. So. Ja, was mache ich jetzt gegen dich? Gegen dich, gegen dich, gegen dich. Das macht 3 Schaden, das macht 4 Schaden. Ist kein Feuerball, das ist der Feuerschlag. Blau 178. Ganz wichtig, nicht der Feuerball, es ist der Feuerschlag. Der macht nur 1 Schaden. Der Feuerball macht 6 Schaden. Ist eine andere Karte. So, aber das ist jetzt mal ganz gut. So, den weg, den rauf. Und gegen ihn geschossen. So, ich habe einen Tank auf dem Feld gegen mich. Den kriege ich aber relativ schnell weg. Ach, sehr gut. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich verschenke ich für den Tank. Hol mir dann dich mit dazu. Du machst einmal den hier. Du gehst auf ihn und bam. Ja, ich trink doch nebenbei. Hab ja alles hier noch rumstehen. Ah, 2 zusätzliche Karten ziehen. Na, schauen wir mal, was wir da jetzt kriegen. Spott, sehr schön. Und einen Ansturm mit dazu. Ah, super, da kann ich jetzt ja ein bisschen durchziehen. Einen schönen Spott hinstellen. Ansturm mit direkt auf ihn. Das heißt, er kriegt jetzt hier, 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 hier. Bams. Also es könnte diese Runde wirklich was werden, liebe Leute. Ich darf jetzt echt nur nicht. Oh. Ah, sehr schön. Ah, er kann es nur dem Helden. Ah. Hat er den Tank zerstört? 4, 4, 8. Okay. Gut, würde ich sagen, liebe Leute von heute. Der Priester wäre besiegt. Bam! Fuck yeah! Puh, geht ziemlich gut sogar. Ich muss sagen, also war jetzt echt viel
für mich so ein bisschen mit meine beste Runde, ey. Viel nachgedacht, viel gemacht und 100 Gold bekommen. Dafür gibt es nämlich neue Karten, liebe Leute. Und ich habe den Priester freigeschaltet. Huah! Krasse Sache, oder? Also, richtig hart. Also, natürlich, man kann echt viel anders machen. Und ich lese ja auch eure Kommentare und natürlich hier eine andere Entscheidung treffen. Aber ich fand, irgendwie hat sich jetzt zumindest in diesem Match gerade, hat sich nichts von dem, was ich gemacht habe, sich als negativ erwiesen. Ich bin der Meinung, jetzt gerade wirklich eine astreine Runde gespielt zu haben. Ja, erstmal einen Schluck trinken, liebe Leute. Ah, Glückwunsch, danke. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, was ich jetzt für eine Karte bekommen habe. Ich habe ja 100 Gold, das heißt, ich kann mir jetzt ein Kartendeck kaufen oder ein Kartenpaket kaufen. 100 Gold. Ja, könnt ihr hier sehen, ne? Wie gesagt, hier, das sind die Karten. Zack, abgeschlossen der Kauf. Dankeschön. Also man kann sie auch locker für Ingame-Geld kaufen. Natürlich, man kriegt nicht ganz so viele. Man kann eh nur 30 Karten auf der Hand haben. Oh, Mana-Süchtiger erhält jedes Mal plus 2 Angriff in diesem Zug, wenn ihr einen Zauber wirkt. Okay, das klingt ganz gut. Oh, ist sogar eine rare Karte. Sprengfalle, wenn euer Held angegriffen wird, allein eine. Das ist für den Jäger. Todesröcheln zieht eine Karte. Okay, ist der Beutemeister. Was haben wir hier? Schreckenskorsa. Kostet einen weniger für jeden Angriffspunkt eurer Waffe. Ich habe leider keine Waffe auf. Und Erntegolem. Okay. Coole Karten bekommen. Kleiner Tipp, immer Arena machen. Ja, aber was ist, wenn ich in der Arena verliere? Ich meine, der Beitritt kostet 120 Gold. So, mein Arena-Deck. Ah ja. Also, muss man denn Arena-Deck bauen? Ganz großer Fehler. Es ist doch kein großer Fehler. Was laberst du da? Hallo, sich ein neues Deck zu kaufen, ist doch kein großer Fehler. Und die Arena, wie gesagt, man muss da ja auch gewinnen, um erfolgreich zu sein. So, aber ich mache jetzt mal ein Spiel gegen einen echten. gegen einen echten Spieler. So, mit einem eigenen Deck. Einfach mal, um zu gucken, wie ich da so bin. Boah, wie viele Karten es gibt, keine Ahnung. So, jetzt spiele ich gegen einen anderen Magier. Ah, Flammstoß, sollte ich auf der Hand behalten für später. Ansturm ist okay. Feuerball lasse ich mir auch da. Ach so, okay. Treusam schreibt gerade, egal ob ich gewinne oder verliere, ich bekomme immer einen Booster-Pack. Aber der Beitritt kostet doch 150 Gold, oder? Liege ich da richtig oder falsch? Genau, das Ganze kostet 150 Gold. So, 499 Karten, Turmani. Stimmt diese Angabe? Ich weiß es nicht. Ich habe da jetzt noch nirgendwo was zugelesen, habe mich aber auch noch nicht so dafür interessiert. So, da sie sich ja sowieso jetzt relativ schwerer heilen kann, lohnt es sich hier wirklich von Anfang an viel Schaden gegen sie zu machen. Die Frage ist jetzt nur, ich kann jetzt ja gerade eh nur den Ansturm. So. Bam, badam, bam, 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 bam. Tank hätte ich. Könnte dich stellen für die nächste Runde. Also ich glaube, den Voodoo-Doktor, den behalte ich mir mal noch.
Den putzen wir jetzt hier erstmal weg. Gut, ab 7, also Mikfisch schreibt, Beitritt kostet 150 Gold, du bekommst immer einen Booster und ab 7 Siegen erhält man mindestens 150 Gold, also genauso viel, wie man für die nächste Runde braucht. Okay, das werde ich mir auf alle Fälle im Hinterkopf behalten, aber dafür muss man ja auch 7 Mal gewinnen. Und ich glaube, sind wir mal ehrlich, so gut bin ich jetzt auch noch nicht, deswegen schauen wir mal. Sagen. Nee. Den Heiler, den hebe ich mir noch auf, weil sie macht sehr viel Schaden. Da will ich den noch in der Hinterhand haben und das nicht gleich ausspielen. Ja, Blau 178. Ich glaube auch nicht, dass das ein Pay-to-Win-Spiel ist, weil ich sag mal, du kannst dir alles auch durch Ingame erspielen. Ist ja so ähnlich wie bei LOL. Man kann die Champions für echtes Geld kaufen, man kann sie aber auch über das Ingame-Geld bekommen. Also da denke ich jetzt auch nicht, dass das hier Pay-to-Win ist. So, soll ich jetzt einen Tank stellen oder lieber mal massiv Schaden machen? Ich würde mal lieber sagen, ich mache massiv Schaden, weil sie hat noch nichts auf dem Feld. Also der Tank wäre zwar gut für die nächste Runde, aber geh mal lieber drauf, mal jetzt mal Schaden zu machen. So, sie zieht lieber Karten. Ui, ich habe einen kleinen Tank. Ja, den kann man ja mal aufs Feld schicken. Die großen Tanks, die behalte ich mal. Und ich kann mich auch mal ein Stückchen heilen. Und ihr Schaden machen. Dann habe ich dann auch in der nächsten Runde, naja, vielleicht, wenn ich Glück habe, wenigstens einen, der Schaden machen kann. Und wenn sie, nee, sie wird wahrscheinlich meinen Heiler hier weghauen. Hallo, Tick! Jupp, ich werde danach auf alle Fälle auch anfangen, mir ein neues Deck zu bauen, also mit einer neuen Klasse. Das ist jetzt einfach nur mal für euch, dass ihr jetzt nicht nur die Kämpfe gegen den CPU seht, sondern auch mal die Kämpfe gegen andere Spieler, deswegen mache ich das jetzt hier mal. Oh, arkane Geschosse, die kann man ja immer mal raushauen. Oder ich kann natürlich jetzt auch einfach meine Zaubermacht stellen und damit in die nächste Runde investieren. Das mache ich auch mal. So, und dann. So. Muss ich nur hoffen, dass. Die hat halt noch irgendeine geheime Karte auf sich drauf. Das könnte irgendein Schutz oder sowas sein. Könnte. Oh, jetzt gibt's einen Tank. Oh, ich habe aber auch noch einen Tank. Starken Tank sogar. Sagen, dann stelle ich mal. Soll ich meinen starken? Nee, ich stelle mal meinen noch nicht so starken Tank. Weil er kann jetzt 6. Das heißt, einer wird auf alle Fälle stehen. Ich überlege nur gerade, ich könnte den Tank weghauen. So, genau. Und jetzt. Genau, das war mir klar. Jetzt kommt nämlich. Ja, sie hat meine Zauberkarte jetzt gekontert. Okay. Aber ich bin noch ganz gut dabei. Ja. Hab ich gemacht? Scheiße! Jetzt räumt sie mir alles vom Feld. Haha! Bis auf meinen einen Tank. Ah, guck mal hier, ein Feuerball. Und den muss sie jetzt glatt mal volles Rohr kassieren. Bums.
Ich lese nebenbei eure Kommentare, deswegen gucke ich da manchmal einfach nur so starr drauf. So, ach, mein Tank. Aber gut, ich habe ja noch ein paar. Habe ja noch zum Glück noch ein paar Tanks auf der Hand. Und schon wieder ein Geheimnis drauf. Das könnte wieder so eine fiese Konterkarte sein. Voodoo-Doktor. Ich würde sagen, meinen harten Tank, den hebe ich mir noch auf, weil sie hat eh nichts auf dem Feld. Deswegen. So, den Voodoo-Doktor mit dazu holen. So. Ui, der Blizzard ist echt eine gute Karte. Muss ich mal sagen. Oh oh. Okay, der muss jetzt hier ganz dringend weg. Das bedeutet, ich. Ja, es könnte sich jetzt als der größte Fehler überhaupt erweisen. Aber. Nein! Gekontert. Okay, oh oh. Aber ich bin noch im Rennen. Ja, das war jetzt natürlich blöd. Oh, hat sich selbst 2 Leben wiederhergestellt. Oh, und noch einen Tank aufgebaut. Mein Tank zerstört. Aber ich habe ja zum Glück noch welche. Ah, zieh 2 Karten. Das ist eine schöne Karte. Das ist doch super. Da kann ich jetzt hier nämlich die Frostnova stellen für die beiden und mir einen neuen Ersatztank aufbauen. So, die halten erstmal so ein paar Sachen ab. Ach scheiße, ich hätte den stellen müssen. Ich hätte nächste Runde 6 Schaden auf sie machen können. Ach, das war jetzt dämlich. Das hätte ich jetzt anders machen sollen. Ja, und sie rockt natürlich jetzt weg hier. Scheiße. Oh oh. Ich habe den Flamestrike vergessen, obwohl ich nochmal. Ah, okay. Oh krass. Oh krass, oh krass. Okay. Ja gut, das ergibt sich jetzt ja von selbst. So, aber. Ne, ich mach's mal auf sie. Weil die haut mir jetzt meinen. Sie haut mir jetzt meinen Tank sowieso weg. Wie Schaden sie jetzt machen kann. Krass. Ne, da seht ihr mal echt, wie schnell sich so ein Blatt wenden kann. Bams. Ich glaube, die macht mich jetzt mit einem Zug klar, oder? Also, wenn ich jetzt nicht nur ganz viel Glück habe. Ne. Wow, krass. Hey, so viel zum Thema Glück. Ja, okay, ich bin weg. Das war's gewesen. Krass, ne? Auf dem letzten Meter. Es sah echt so mega gut aus. Kann man hier eigentlich chatten? Ne, nur mit Leuten aus meiner Friendlist. Und das war's. Krasse Sache, liebe Leute. Ja. So. Ja, aber wacker geschlagen, deswegen probier's ja auch direkt nochmal.
Ja, Trollsom, keine Angst. Normalerweise mache ich das. Du bist wahrscheinlich heute hier das erste Mal dabei. Normalerweise gibt es hier Musik und auch Ingame-Sound, aber ich will jetzt einfach nur nicht den Stream neu starten, was ich machen müsste, dass ihr hier Musik hört. Deswegen, ja, gibt es halt heute einfach mal. Nämlich normalerweise gibt es hier immer Mucke oder halt den Ingame-Sound, aber ja. So, was habe ich jetzt hier auf der Starthand? Spott, den Heiler und den Ansturm, das ist okay. Ich kämpfe gegen den Druiden, also gegen jemand, der sich heilen kann. Auch keine Ahnung, wenn ich das nächste Mal einen Stream starte. Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Aber ich spiele jetzt mal nichts aus, denn wenn ich jetzt einen. Ah, gut, doch, ich kann den Tank spielen, dann habe ich für die nächste Runde schon einen Schadenspunkt. Kann ja jetzt ansonsten sowieso nichts machen. Okay, Turmani schreibt, Druiden heilen sich nicht so stark. Okay. So. Gut, jetzt bin ich hier am Zuge und ich kann eigentlich ja. Ja, ich kann jetzt ein bisschen Pingel-Damage machen. Okay, also Onre, die haben einen Achter Heal, okay. Hey, er hat meinen Tank zerhauen. Wer hätte das gedacht? So. So. Ja, naja, klar, er kann sich dann ja auch dann die Rüstung geben. Und das ist halt, die Rüstung ist immer, wer das nicht weiß, mit Rüstung hält der gegnerische Champion. Das ist der Champion hier, ne? Der hält dann immer einen Punkt Schaden oder je nachdem, wie hoch die Rüstung ist, erstmal die Menge Schaden aus, wie die Rüstung ist und dann geht es erst an sein Leben. Das ist also nicht ganz so praktisch. So, oh ja. Gut, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Der ist jetzt erstmal noch nicht so interessant für uns. Ich würde den Tank jetzt stellen hier. So, dann kann ich hier und da machen. Und abgeben. Komischerweise, er benutzt oder sie benutzt oder keine Ahnung, wer da spielt, benutzt nicht seine eigene Fähigkeit. Oh doch, das ist ein Achter hier. Krass, es ist ein Achter hier, Leute. Ein fetter Achter hier. Wer hätte das gedacht? Krass. Aber ich kann mich jetzt zweimal heilen. Und ihm immerhin 7 Schaden machen. Das heißt, trotz seines starken Heals kriegt er jetzt trotzdem ordentlich eine reingehauen. Warum ich jetzt den nicht weggemacht habe, ganz einfach, weil dafür hätte ich mindestens einen Diener aufgeben müssen. Und bei 2 Schaden, sage ich ganz ehrlich, das kann ich da auch nochmal eine Runde verkraften. Ja, also ich hoffe auch, dass er den Heal nicht so oft einsetzen kann. Hallo? Achter hier, das ist mal mega imba. Wenn man das mehrmals macht, dann quitte ich dieses Game. Hallo? Bei 30 Schadenspunkten sich um ein Drittel zu healen, das sollte echt nur ganz selten mal möglich sein. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Jetzt hat er jetzt einen Tank mit auf dem Feld. Der Tank, der müsste jetzt erstmal theoretisch weg. In jedem Fall. 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 Wenn ich jetzt mit denen angreife, nee, ich mach's. Ah, dann ist aber 1:1. Dann stirbt auf jeden Fall. Obwohl, nee, ich ziehe erstmal noch 2 Karten. Ah, okay. Für die nächste Runde ganz gut. Ja, es geht sich eigentlich eh nicht aus. Das heißt. So. So.
überlegen, überlegen, überlegen. Ich habe ja noch zwei Healer auf der Hand. Die halte ich mir ja auch ganz einfach, weil ich ja nicht weiß, was da noch kommt. Ja, Taunt opfern ist wirklich schlecht, deswegen habe ich den Spotter auch nicht geopfert. Oh. Oh, jetzt. Oh, Scheiße. Das ist jetzt echt knacke. Und jetzt, ja, jetzt gibt er sich die Rüstung. Ja, worauf machst du jetzt den Schaden, ne? Das weißt du gerade selbst nicht. Auf meinen Tank? Ja klar, wenn du reduzierst, dann kannst du den Tank wegputzen. Wieso hast du das nicht gemacht? Okay, jetzt muss ich irgendwas mal machen hier. Ich hab wie. Ah! Okay, damit sie mir jetzt nicht gleich hier meinen Tank weghauen, ziehe ich mal die Frostnova. Der ist mir egal. Ich bringe lieber noch einen zweiten Tank ins Spiel. Ja, ich bringe noch einen zweiten Tank ins Spiel. Verzichte dann auf einmal Schaden. 4 Punkte könnte ich machen. 3 Punkte könnte ich machen. Ich mache das einfach mal jetzt. So, die. Scheiße. Stimmt. Verdammt. Ach, Tomani, das Problem ist, ich muss ja nebenbei auch noch spielen. Ich weiß, ich weiß. So. Es hat er auch noch einen Tank aufgestellt. Es wird jetzt hier ein reiner Tank-Battle. Aber ich hoffe ja, dass gleich noch meine Lieblingskarte kommt, nämlich die Explosion. Dann könnte ich nämlich einfach mal sein Blatt da ein bisschen runter reduzieren. Da war er so halbwegs zumindest. Arkanexplosion, zieh 2 Karten. Okay. Genauso viel, dass es reichen würde. Obwohl, ich kann ja mal so ein bisschen keine Explosion ziehen. Dann kann ich nochmal 2 Karten hoffen, dass irgendwas Cooles mitkommt. Ja, eine Ansturmkarte, die kann ich auf alle Fälle mit gebrauchen. So, das heißt. Der Diener hat zweimal Spott. Oh, mir läuft die Zeit davon. Ich muss mich jetzt entscheiden. Ich muss einen Tank aus dem Spiel kriegen. Das ist immer leider wichtig. Ja, es ist ein Scheißzug gewesen, aber der eine Tank, der musste weg. Und noch geheilt. Sehr gut. Oh. Nee, Flamestrike wieder vergessen ist nicht vergessen. Alter, mir ist die Zündschnur abgelaufen und du schreibst, ich hab den Flamestrike vergessen. Alter! Ich habe gehofft, dass ich hier lieber Frame. Nein, nicht lieber Flamestrike als den Heal. So. Jetzt als nächstes. Ah, schaut mal hier. So, das heißt, die kann ich damit wegrotzen. Und den kriege ich auch noch irgendwie geklärt. Schadensreduktion. So. Dün, dün, dün. Ja, das geht. Scheiße, ich dachte, ah, verdammt, hab ich den mal falsch rumgelesen. Und
Den heilen wir mal wieder auf voll. Ach, verdammt, zu wenig Mana. Okay. Huh. Opfer 3-3. Oh, jetzt hatte ich mir einen Tank. Na gut, das war klar. Ich hoffe jetzt gerade mal auf einen Feuerball oder sowas. Oh, der boostet den gerade ganz schön hoch. Oh, und er gibt sich auch wieder Rüstung und einen Angriff. Das heißt, er kann einen von meinen Chummies weghauen oder er hätte es mal machen können. Ah. Kann das gegnerische Feld einfrieren. Das ist gut für die nächste Runde. Das sollte ich machen. Das mache ich auch. Und dann das und die Zauber? Ja, würde ich sagen. Müsste ihm jetzt 6 Schadenspunkte machen. Dann würde ich die alle aufgeben und er kann in der nächsten Runde sowieso nichts machen. LOL, ZZZ. Komm, so unfreundlich muss man jetzt ja auch nicht sein. Der Jute Tick, ey, mal im Ernst. Immer hier der beste Mann mit am Stissen und du flamest den, mal im Ernst. Oh, okay, oh Gott, diese Runde muss es auf alle Fälle. Der muss jetzt weg. Der muss jetzt auf jeden Fall weg. Weil der macht 8 Schaden. Gut, gucken, was ich kriege. Ansturm! Yeah! Eine Ansturmkarte. Und ich kann noch einen weiteren Tank stellen. Ansturm, weil Schaden. Tank, weil hier. So, und dann muss der jetzt weg. Das heißt, ich waste jetzt erstmal meine. Frage ist nur, was waste ich jetzt dafür? Ich würde sagen, meine ganzen Kleinen hier, oder? So. Krass. Krass, krass, krass. Okay. Also gegen den echten ist es auf jeden Fall wesentlich schwerer. Wenn ich jetzt einen Feuerball kriege, cleare ich ihn mit einem Zug. Aber er wird es genau, den Angriff, den plus 1 Angriff wird er jetzt benutzen, um meinen Tank zu hitten. Und einen Murloc zu stellen. Und einen Spotter. Okay. Was kriegen wir? Frostblitz! Das ist doch mal eine gute Sache. Mit Frostblitz mache ich 4 Schaden und friere ein. 4 Schaden würden heißen 3, 2. Aber ich habe die noch alle, aber die können nicht den weghauen. Und ich kann immer noch den Spotter mit aufstellen. Mache ich jetzt auch. So. Ne, Win habe ich noch nicht. Er kann mich noch fertig machen. Die Chancen sind sehr gering, weil ich noch sehr viel Leben habe und er fast gar nichts mehr hat. Also, oh krass, was der jetzt alles aufs Feld holt. Okay, aber er hat nur einen Tank und dieser Tank hält nur. Ja, ich glaube, das dürfte sich ausgehen. Okay, was macht er jetzt? Ah, okay, mein Zug. Arkane Geschosse. Ja, die Karte ist jetzt mal richtig gut. Ich überlasse aber mal nichts dem Zufall. Der Tank muss unbedingt weg. Ja, der Tank ist weg. So, ich würde sagen, GG für mich. Gewonnen. Yes! Huh!
Alter Verwalter, so langsam muss ich sagen, habe ich das Spiel dann doch mal drauf und Level 11 erreicht mit meinem Mage-Deck. Krass. Oh. Richtig nice. Richtig, richtig nice. Und 40 Gold. Na, die behalte ich jetzt natürlich, denn ich auch mal in die Arena kann. Boah, ich bin gerade echt total schwitzig. Ich glaube, ich mache mal 5